Sakrale Musik trifft modernen Tanz. Die Johannespassion auf der Bühne. Wie so viele Werke des Kirchenmusikers Bach ist auch dieses inspiriert von den Ideen Martin Luthers. Zum 500. Reformationsjubiläum gibt's jetzt die Passionsgeschichte an der Oper Leipzig. Kein Jesus, kein Judas, keine einzelnen Figuren. Stattdessen Gruppenbilder. Zeitlos schön und manchmal etwas verwirrend. Dennoch, man muss nicht an Gott glauben, um von diesem neuen Ballett ergriffen zu sein.